So, ich teste diese Apple AirPort Station ja noch durch. Früher hätte man dafür gutes Geld ausgeben müssen. Heutzutage sage ich mir, ja gut, dann kaufe ich mir die Dinger mal gebraucht und teste das mal durch, ob heutzutage der Krempel wenigstens mal laufen würde, einigermaßen stabil, also nachdem ich es 30 Jahre lang schon durchgetestet habe und nie wirklich zufrieden war. Und das ist, wie gesagt, AirPort Express, Apple AirPort Express, das Einbinden hat auch funktioniert unter System 13.7.6 war das, glaube ich. Nee, 13.6, man kommt schon total durcheinander. 13.6. 7 war das, glaube ich. Das Einbinden von der Apple AirPort Express Schnaps hat super funktioniert. Jetzt, weiß nicht, kommen lauter beim Einbinden von AirPort Expresses, kommen da erstmal lauter beim Setup, da kommt nicht Setup Complete, sondern da kommt einfach nur ein Error occurred. Ich muss mal meine ganzen Apple-Bugs wieder durchforsten. Ja, wie auch immer, kann ja dann hier über New Devices, da kommt dann 1 und dann wählt man das aus und sagt man Extend, ne? Wenn man so eine kleine AirPort Express da einwählt. Jetzt funktioniert es nicht mehr mit 13.6.9, weil sie an die Entwickler, die werden ja nicht so richtig fertig. Deswegen habe ich jetzt so einen eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer hier da mal gefragt. Hier hat er eine inseriert. Moment. So, das ist hier ist seine Anzeige aus. Wo ist der aus? Baden-Württemberg Korb. 40 Euro Verhandlungsbasis. Ich habe dann geschrieben, ja gut, also für 40 Euro glatt hier machen wir den Deal fest. Hier wäre einverstanden, inklusive Versandbezahlung müsste per Überweisung sein. PayPal nutze ich leider nicht. Dann schickt er mir seine IBAN-Nummer. Also es ist auch so, dass man dann für Deutsche noch mitdenken muss. Also wenn ich eine Überweisung irgendwo hinschicke, mit diesem an neuen Europa-Digitalisierung. Ihr wollt ja selber so ein PayPal haben, so eine PayPal-Währung für Europa. Da muss ich den Herrn auch noch fragen, hör mal zu. Also wenn du wenigstens mir eine IBAN-Nummer schickst, dann musst du mir schon deinen Namen verraten. Weil, also das in Asylkultur Deutschland, das muss dann schon passen. Ne? Also, dass man wenigstens zu jeder IBAN-Nummer dann wenigstens einen vollständigen Namen bekommt, damit man das wenigstens zuordnen kann. Gut, ich muss dann für den Herrn noch mitdenken, dann schick mir doch einfach noch mal deinen korrekten Namen, dann kann ich das überweisen. Hallo, ja natürlich. 25.8. Dennis Artig heißt der Herr. Das ist jetzt für Rechtsanwälte seine Kontoverbindung. Also irgendwann nach 2 Tagen kommt er dann irgendwie auf meiner InkDeeper-App, kommt dann Umsatz gebucht. Ne? Dann heißt es ja so ungefähr, ja gut, dann ist das jetzt wahrscheinlich bei dem auf der anderen Seite auf dem Konto gelandet. Also bei mir sind die 40 Euro sind schon abgebucht worden. Und irgendwann schreibt man dann später zurück, ja, 29.8., 25.8., 29.8.
Am 30.08. und schicke ich ihm dann die Abbuchung, Kontoauszug. Jetzt schick mir doch mal die Sendungsnummer. Also ich suche jetzt ein paar, weil das ist so das Fröhlich-Kaufmann-Konzept, was dann auch keinen Spaß macht, wenn man auf diesem Anzeigenportal, also wenn ich, glaube ich, ein Anzeigenportal erfinden würde, mit lauter Usern, die sich da registrieren, die müssten bei mir wahrscheinlich irgendeine so eine Nutzungsbedingung vereinbaren. Also wenn du nur Scheiße baust auf meinem Portal, also wenn ich dir das Portal zur Verfügung stelle und du baust nur Bockmist und machst nur Probleme, dann musst du an den Portalbesitzer 50 € Strafgeld bezahlen. Also man kann sich einmal ein Patzer leisten und beim zweiten Mal gibt es dann eine Warnung und beim dritten Mal muss er dann zahlen. Also das würde ich so machen als Portal. Betreiber, dass ich dann meine Nutzer auch so ein bisschen wie so Kleinkinder erziehen muss, wenn die nur Kacke bauen, weil sonst ist das ganze Fröhlich-Kaufmann-Konzept ist im Arsch. Also Fröhlich-Kaufmann funktioniert nur dann, wenn man 1, 2, 3 gute Geschäftswelterlebnisse hat, ne? In Handelsverkehr. Handeln. Verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen. Es ist fröhlich Kaufmann. Es muss Spaß machen und es muss gut laufen. Ne? Also man muss nicht sich totlabern und seinem Geld hinterherlaufen, das man irgendwo überwiesen hat und dann noch irgendwo betteln, bitteln und betteln muss, damit man dann für das, was man gezahlt hat, dann auch irgendwie mal eine Bestätigung bekommt oder ist verschickt oder Retoure erhalten oder irgendwie sowas, ne? Das muss eigentlich, das Fröhlich Kaufmann, das muss laufen. Wenn das Fröhlich Kaufmann, wenn man auf eine gute Erfahrung drei schlechte Erfahrungen folgen, dann ist der eine, mit dem man die gute Erfahrung gemacht hat, ist dann auch im Arsch. Weil die ganze Stimmung ist im Arsch, das Fröhlich Kaufmann ist im Arsch. Was ist nicht fröhlich? Es ist Frust, es ist nerventötend. Langweilig, boring, fucking boring, wirklich. Das ist das Fröhlich-Kaufmann, wenn auf eine gute Geschäftswelt, Handelswelt drei schlechte Erfahrungen folgen. Dann ist der eine, der kann sich noch so anstrengen, der ist immer der Doofe. Ne? Deswegen in der Geschäftswelt muss man Menschen erziehen, also wenn die sich schon alle lustig machen über Kleinanzeigen und was da teilweise so an Anzeigen rumschwirrt. Also mich interessiert das alles nicht. Ne? Also ich als Portalbetreiber würde sagen, ich bin doch nicht doof. Ne? Ich muss einen Haufen Werbung schalten, ich muss mehr Traffic einkaufen, muss die ganzen Medienbosse bezahlen, muss die Infrastruktur bezahlen, die Techniker, die Programmierer, die Hoster. Ne? Ich bin doch nicht der Doofe, dass ich für alle anderen arbeite und die anderen machen es mir nur kaputt. Und machen sich noch lustig über das Portal. Also deswegen, ich als Portalbetreiber, wenn ich das wäre, würde sagen, also kannst dir ein Patzer kannst dir leisten, beim zweiten musst du dich anstrengen und beim dritten Mal gibt es eine Strafe. Und dann musst du Bußgeld zahlen. Also so 50 € finde ich schon okay. Dann kann er sich dann überlegen, ob er bei dem Portal, wenn es richtig gut läuft, das Portal, ob er da bleibt oder nicht. Aber nur so erhält man das Fröhlich-Kaufmann-Erlebnis. Wenn man, wie gesagt, bei diesen ganzen Portalen lauter Fuzzis hat, die nur nerven, die strengen sich an, sind aber immer die Blöden. Das ist wie im Sozialismus. Jetzt kommt ja der neue Kommunismus. Vorher wollten wir aus dem alten Kommunismus den neuen Sozialismus machen. Jetzt drehen wir es wieder um. Jetzt kommt ja aus dem alten Sozialismus wird jetzt der neue Kommunismus. Mit und ohne AfD. Mir ist das eigentlich. Kann es schon nicht mehr hören, aber das ist so fröhlich Kaufmann, das muss funktionieren. Ne? Wenn auf eine gute Erfahrung drei schlechte folgen, oder wenn es nur eine schlechte ist, die gleich immer auf die eine gute folgt, dann ist das fröhlich Kaufmann-Konzept auch schon kaputt. Dann macht auch das Shopping macht keinen Spaß mehr, das Einkaufen macht keinen Spaß mehr, dann ist die Shopping-Kultur ist im Arsch. Deswegen, man muss Nutzer dazu erziehen, hör mal zu, der eine strengt sich an, antwortet pünktlich, antwortet korrekt, er muss nicht alle Infos aus dir aus der Nase ziehen, er packt es zusammen, er schickt es weg, ich mache das auch immer,
Ich streng mich an und ich sag mir dann auch irgendwann, warum muss ich mich eigentlich anstrengen? Wenn ich mal einen Nachmittag nicht dann gleich eine Anfrage beantworte, kriege ich auch dann gleich von irgendwelchen Fuzzis dann gesagt, ja, was ist los, ne? 2 Stunden, 3 Stunden später. Ich erkläre den Typen auf Kleinanzeigen immer, hör mal zu, ich sitze nicht den ganzen Tag von morgens bis abends hinter Kleinanzeigen. Ich mache das entweder morgens oder wenn ich Zeit habe, abends, aber ich sitze nicht den ganzen Tag wie so ein Betriebswirtschafts-BWL-Finanzamt-Nerd, der schaut irgendwie, was ist jetzt? Ne? Ich bin auch kein Google Analytics. Ich sitze nicht den ganzen Tag vor meinen Website-Statistiken und glotz die ganze Zeit auf den Schirm, um zu sehen, wer da auf meiner Webseite rumsurft. Auch nicht. Ne? Ich habe nicht die Zeit dafür. Aber trotzdem sagt man sich, also wenn sich Menschen anstrengen, es gibt echt auf dem Portal, gibt es ein paar, boah, das geht, da musst du ein paar Sätze hin und her schreiben, gut, geht klar, PayPal, Überweisung, jetzt ist hier das erste Mal, ich habe jetzt nur eine PayPal gemacht, es ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder eine Überweisung mache, weil der Herr kein PayPal hat. Muss man auch mal sagen, bei PayPal kriege ich wenigstens eine Empfangsbestätigung. Ne? Wenn ich da irgendwo Geld hinschicke, dann kriege ich wenigstens eine Bestätigung, okay, das Geld ist auf der anderen Seite angekommen. Wenn man eine Überweisung macht, ich meine, es sind 10, ein Jahrzehnt ist vergangen, 2 Jahrzehnte sind vergangen, 3 Jahrzehnte sind vergangen in Lavego AG, ECM GmbH und Co. KG. Man fragt sich immer beim Bankwesen, da tut sich ja auch gar nichts. Ne? Also wenn ich irgendwo Geld überweise, dann kann ich doch wenigstens eine Bestätigung bekommen von diesem IT-Fachkräftemangel, Bankwesenprogrammierung, dass ich dann wenigstens, wenn ich irgendwo Kohle überwiesen habe, dass ich dann eine Bestätigung bekomme, wenn die Kohle auf einem anderen Konto angekommen ist. Wenn es schon so lange dauert wie 2 Tage oder länger. Also wenigstens das, bin ja so froh, dass ich keine Banklehre gemacht habe und nicht bei der Bank arbeite, in Sparkasse, 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 Sparkasse Germany. Also da denkt man sich, jetzt sind doch schon so viele Jahrzehnte vergangen. Ich meine, die anderen kriegen es doch auch auf die Reihe, dass man Empfangsbestätigung bekommt, dann weiß man, die Kohle ist angekommen auf der anderen Seite. Gut, und jetzt musste sich halt mal Dennis Attig oder wie er heißt mit seiner IBAN-Nummer. Jetzt musste man langsam in die Puschen kommen, das Packerl fertig packen, eine Sendungsnummer schicken, aus, fertig. Ich meine, ich muss mir auch immer Mühe geben. Und man sagt sich dann, warum muss ich mir eigentlich immer Mühe geben, wenn ich mir lauter anderen Fuzzis angucke, die sagen, na, ist mir eigentlich alles so kackegal, irgendwie interessiert mich jetzt gerade nicht oder ich habe gerade keinen Bock. Oder was auch immer, ne? Also deswegen so Anzeigenportale, die sollten alle ihre Nutzungsbedingungen ändern. Hast eine Chance, wenn du die verpatzt, wenn du die zweite verpatzt, wird es richtig eng, da kriegst du schon eine Mahnung. Beim dritten Mal musst du Strafgeld zahlen, musst du Bußgeld zahlen. Und dann kannst du überlegen, gut, ich bleibe bei dem Portal als Nutzer oder ich fliege raus, ne? Dann muss man halt da die Kontoverbindung sperren in dem System. Eine E-Mail-Adresse sperren, den Nutzernamen sperren, ne? Dann muss er sich halt einen neuen Namen zulegen, eine neue E-Mail-Adresse, eine neue Bankverbindung. Eine Bankverbindung wird schon ein bisschen kritischer. Gut, da kann man sich eine neue PayPal-E-Mail-Adresse einrichten. Aber Direktkauf mache ich auch nicht. Also ich, das, mein Gott. Händler machen das, die handeln dann auch aus, wie sie es bezahlen, bar oder eine Überweisung oder wie auch immer, bleibt einem ja frei. Man lebt ja auch in so einem demokratischen Land, ne? Demokratisch, das ist ja mehr Demo als kratisch gerade auch. Trotzdem sage ich mir jetzt, Junge, jetzt musst du langsam mal zusehen, dass du klarkommst, weil das ist so doof, ne? Also am 24.8.
Am 25. machst du alles aus, am 25. überweist du und dann musst du irgendwie tagelang später, das dauert mir zu lang. Ne? Also ich hätte es am liebsten von den Dennis Attic mit dieser, jetzt brauche ich den Juristen, den LKA, den BKA-Fuzzi, BND-Fuzzi, der sich damit auskennt. Da ist seine IBAN-Nummer. Dennis Attic heißt der Typ und jetzt will ich, soll er mir das Geld zurücküberweisen. Ich suche mir dann einen anderen Privatverkäufer, der das irgendwie reibungsloser auf die Reihe bekommt. Vielleicht ist der gerade in Urlaub gefahren oder was auch immer. Ja gut, aber da musst du es dir vorher überlegen. Also wenn du auf Reisen gehst und Urlaub machst, geht so auch nicht. Dann musst du einen Vertreter finden, der deine Kleinanzeigen verwaltet, aber kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht da. Ne? Also ich, das ist so, Fröhlich Kaufmann, es muss funktionieren. Ne? Nicht eine gute Erfahrung und dann folgen wieder drei schlechte und dann, oh, und dann sagt wieder der Politiker, oh, ihr müsst mehr konsumieren, ihr mehr shoppen, ihr müsst mehr Geld ausgeben. Ne? Jetzt kriegt ihr doch mit euren Verdis alle bessere Gehälter, jetzt müsst ihr mehr Geld aus, müsst mehr shoppen. Ne? Da sagt man sich, na, warum Fröhlich Kaufmann? Nee, es funktioniert nicht, weil auf eine Erfahrung drei schlechte. Mit Belgien musste ich schon noch rumplänkeln, weil ich zwei Motorritzel bestellt habe und dann kam aber nur ein richtiges Motorritzel an. Das zweite musste ich wieder zurückschicken, dann bitteln und betteln, damit ich dann eine GLS-Nummer bekomme, damit ich dann für die zwei Bauteile, die ich bestellt habe, dann auch wirklich meine zwei Bauteile bekomme. Da muss ich erstmal einen Haufen von E-Mails beantworten, hin und her futzeln. Kosten drauf zahlen, weil Retourscheine gibt es nicht. Ne? Die Erfahrung, die hast du gerade hinter dir. Und dann kommt die nächste schlechte Erfahrung. Ne? Das Fröhlich Kaufmann, das muss funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr auch eure Geldwelt, könnt ihr einsacken.